So, und dann möchte ich sagen, herzlich willkommen zurück bei Factorio. Factorio. So, was habe ich jetzt in der letzten Zeit gemacht? So, ich habe jetzt da oben die Produktion ein bisschen angekurbelt. Das heißt, da oben stehen jetzt zwei Öfen. Da laufen wir mal eben schnell hin. Hier habe ich noch nichts angebaut, denn ich will euch gleich noch was anderes zeigen, was ich noch gemacht habe. Und werde das. Oh, Autospeichern alle 10 Minuten, ja. Werde euch dann ein bisschen was zeigen. So, jetzt habe ich hier noch einen zweiten Ofen dran gepfeffert. Damit hier oben Stahl bzw. die Eisenplatten hergestellt werden. Stahl können wir noch nicht herstellen. Hier werden ein paar Platten hergestellt. Ich nehme mal ein bisschen wieder was raus, weil wir ein bisschen was brauchen. So. Wie ihr sehen könnt, die ganze Kohle fährt einmal rumherum, damit alle bedient werden können. Die werden wir später alle austauschen gegen elektronische, damit wir nicht mehr so viel brauchen von denen. Weil jetzt muss natürlich der eine muss den anderen beladen, damit er halt drankommt. Und die anderen brauchen ja auch halt noch ihre Kohle. Wie man es halt sieht, der muss halt den beladen, damit er halt da rausnehmen kann, damit er halt noch weiterlaufen kann. Deswegen stehen hier so viele. Deswegen gibt es ja auch diesen Weg hier, der wird ja auch bald verschwinden, oder? Die werden allgemein verschwinden, damit halt nur noch Kohle für die Kraftwerke genutzt werden. So. Hier muss sozusagen eine automatische Stahl. Tja, ich verspreche mir. Eisenproduktion. Diese Eisenplattenproduktion. Die wird dann hier hinten sich runter verlagern. Da oben wird aber erstmal alles weggemacht. So, was habe ich jetzt noch gemacht? Ich habe hier in der Kupfermine. Habe ich was hingemacht? Das läuft noch nicht, denn. Das möchte ich halt mit euch zusammen machen. So, ihr seht halt, er macht hier seinen ganzen Quatsch. Und ich hole die Kohle von hier unten. Die fährt dann hier einmal durch. Und fährt dann hier weiter. Hier ist natürlich klar, was ich jetzt noch brauche, was ich gesehen habe. Ist ein Arm, der hier die Kohle hier noch reinpackt. Das heißt, so. So, ich fahre extra ein bisschen weiter raus, damit er rankommt. Ah, den werden wir mit Q abarbeiten. So, das reicht gerade so. Der packt das da rein. Warum ist der denn? Der packt das da rein. Und ich überlege, mache ich nochmal ein paar Dinger, mache hier eine Schleife rein, was ja vielleicht sinnvoll wäre, damit wir es rausholen können. Moment. Wie gesagt, später, wenn wir jetzt erste Kupfer haben, können wir die ersten elektronischen machen hier. Die elektronischen Greifer, da müssen wir halt noch ein bisschen Strom produzieren, da müssen wir halt ein paar Masten noch herstellen. So, der braucht noch Kohle. Der kriegt Kohle darüber. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein gerades Band hier hinten haben. Dann würde ich sagen, ich hole das da raus in die Stahlkiste. Jetzt brauche ich aber noch einen Arm, der das macht. Hoffen, das klappt so. So. Ich hoffe, der kommt an die Kohle ran. Denn wo das hinführt, das werdet ihr jetzt sehen. Das führt halt hier runter. Und hier seht ihr schon, hier ist die Kohle in Massen, weil ich hier unten noch zwei Produktionsstätten dran gemacht habe von Kohle, da und da. Die macht das hier unten auch automatisch. Und hier seht ihr schon, ich habe sehr viel Eisenplatten zusammengefarmt, damit ich halt hier die Spur machen könnte. Man sieht, es fängt schon an, lange Strecken zu benutzen, um halt viel zu produzieren. Die produziert halt das Eisen, damit ich halt damit arbeiten kann. So. Jetzt hat er halt hier eine Schleife. Und jetzt werden wir das hier an dieser Stelle unterbrechen. Und zwar da lang von einmal. Und mal gucken, ob er alles sauber annimmt. An den Stellen. Und ich werde dann hier das große Kraftwerk hinsetzen. Oder vielleicht in den See da oben, was ja, glaube ich, schlauer ist hier. Weil wir hier noch drüber einen Weg haben, wo wir ein bisschen was verarbeiten können. Ich weiß gar nicht, kann man ins Wasser was setzen? Das habe ich nämlich damals nicht, beziehungsweise habe ich noch gar nicht mal ausprobiert. Ne, man kann nur höchstens auf die erste Ebene was setzen, wo ich auch langlaufen kann. Da geht zum Beispiel nicht. Da in der Mitte, da kann ich auch nicht langlaufen, was ein bisschen blöd ist, was ich finde. So, die kriegen alle Ding. Und er produziert Kupferplatten. Nice. Das heißt,
Bald werden wir unsere ersten Maschinen haben. So, was ich jetzt brauche, ist noch Stein für den Heizkessel und eine Dampfmaschine. Wir machen erstmal die erste Dampfmaschine. So, und wir brauchen Holz. Holz und Stein. Das geht schnell. Uns halt nochmal eine Spitzhacke. Dann brauchen wir, also ich nehme immer drei Kesselöfen für zwei. Warte mal, für zwei? Ja, für zwei Dampfmaschinen. Also es gehen auch drei Dampfmaschinen, also ein Kessel pro Dampfmaschine. Müssen natürlich alle mit Kohle auch befüllt werden, das ist natürlich klar, das bleibt auch nicht aus. So, wie ihr seht, staut sich jetzt hier schon die Kohle an der Stelle, weil der Weg komplett blockiert worden ist von damals. Und das ist halt immer geil, dass halt irgendwann stockt das den ganzen Weg hinterher und Kohle wird eh benutzt. Ob es jetzt für die Dinger ist oder nicht. Ich mache jetzt definitiv drei Stück, mache ich. Ja, ist die Frage, wo mache ich es denn am schlausten jetzt hin? Ich würde sagen, hier oben hin. So, hier haben wir auch noch Holz, was ich benutzen kann. Das, das, das. Da haben wir ein bisschen Kupfer, das können wir so ein bisschen irgendwann abtragen. Aber ich hole mal noch ein bisschen Holz. Weil ich das halt für diese Masten anfangs brauche. Weil später braucht man diese auch nicht mehr, aber das sind halt die ersten Strommasten, damit wir halt ein bisschen was automatisch produzieren können. Da brauche ich auch einige von. Damit ich erstmal die ganzen, den oberen da ein bisschen was machen kann und den unteren ja auch noch. Was ich halt so ein bisschen schade finde, ist hier, dass man keine Schienen hat. Also man kann, ich glaube, kann mit dem Zug kann man über solche Strecken fahren. Ich weiß es nicht, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Weil solche Inseln sind sehr interessant, weil man so ein Lager aufbauen kann. Was ich ja gerne habe. Ich habe ja ein Lager, wo halt Kupfer, Platten, Eisenplatten, Stahl und Steine und Ziegelsteine lagermäßig da liegen. In 3000, glaube ich, in 15.000, also in so einer Stahlkiste, da passen, glaube ich, 3200 Einheiten rein. Und knapp. Ich habe da 16.000 pro Ding liegen, da lagermäßig da. Und immer wenn was fehlt, wird halt nachgeschoben, weil ich halt, wie ihr seht, habe ich hier halt, mache ich versuche mal gerne, die beiden Fließbänder-Seiten, wenn es zum Beispiel Kohle, Kupfer, Eisen, also die Grundmaterialien, beidseitig zu befüllen, damit ich halt viel Platz habe und das beidseitig für gebraucht werden kann, weil die Arme ja an beide Seiten dran kommen, sozusagen. Er braucht derzeit keine Kohle. Okay, er braucht auch nicht viel, ne? Er braucht er erst nur, wenn hier verbraucht wird. So, wenn er gleich verbraucht wird, braucht er erst wieder was. Aber man sieht ja, es füllt er sich langsam, langsam hier auf. Die eine Seite nimmt er natürlich erstmal, aber die füllt sich auch irgendwann auf. Die ist ja auch schon. Hier ist es schon am Stocken, da. So, und es kommt ja immer mehr nach. Bei Eisen ist halt Problem. Da kriege ich halt keine zwei Strecken gerade, weil ich halt die eine Seite noch nicht befüllen. Es gibt halt so einen Switch. Und den brauche ich halt gerne, damit ich halt beide Seiten bebauen kann. Jetzt schauen wir mal. Boah, hier haben wir auch noch genug Platten. Das heißt, wir können was bearbeiten. Ich brauche jetzt noch ein paar Kupferplatten, die ersten. Ich werde dann halt gucken, dass ich auch ein bisschen mehr was produziere. Die ersten 62 sind schon mal da. Werde dann halt hier noch zwei, drei Dinger dran machen, dass halt so ein bisschen nach und nach wegkommt. Aber das macht sich aus. Wir haben hier so einen elektronischen. So, der natürlich ein bisschen was zieht. So, wir brauchen eine Offshore-Pumpe. Wir brauchen vielleicht zwei davon und 15, 30 Rohre mache ich erstmal. Aber die schmeiße ich alle nachher ins Inventar. Das bleibt nachher nicht aus. Ich werde auch Kisten bauen, so hat, wo ich was reinpacke. Da packe ich ein paar Rohre rein. Das wird sich nachher ins Gesamte. Wird ihr das sehen, dass ich viel lagermäßig in Kisten zwischenlager, damit ich halt ein bisschen was dran komme. Das sind immer kleine Holzkisten. Da passt nicht viel rein. Da passen 15 mal, da passen 1600 Items rein. Aber die sind schnell da drinne und auch schnell nachproduziert. Das heißt, ich habe 1600 Greifarme davon, 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 1600 drin, damit ich halt Lager habe. Lagerware sozusagen. Okay. Wo haben wir denn die größte Fläche? Also die größte Fläche wäre da oben. Aber wir können sie auch hier unten machen. Okay. Ah, nee. Kann ich hier auch drehen noch? Okay, dann musst du da hin.
Ich versuche es immer ein bisschen weiter rüber zu packen. So. Okay, nee. Ich mach mal. Mach ich es ein bisschen ins Inland? Obwohl, ich pack die Maschinen hier hin. Hier habe ich genug Platz. So. Den ziehe ich noch runter. Das mache ich hier, damit ich hier durchlaufen kann. Weil man durch die Rohre nicht. Hier geht es auf den, aber auf den festen Rohren oder so geht es nicht. So, 1, 2, 3. Was jetzt hier auch die Sache ist, wir brauchen hier Kohle. Was natürlich einfach ist, dass wir jetzt die elektronische schon bauen können, was uns gleich viel, viel die Sachen vereinfacht. Das heißt, wir müssen hier die Kohle hernehmen. 1, 2, 3. Müssen hier wieder Maschinen dran machen. Brauchen natürlich davon mehr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück sind 50 Stück. Die Kohle, die ich produziere dafür. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, die können wir. So, die Strommasten mache ich mal eben weg. 1, 2. Produzieren wir ein paar mehr davon. So, jetzt müssen wir noch. Zack, Wasser rein. Damit halt durch Wasser, Wasserdampfstrom erzeugt wird hier durch die Dampfmaschine. Damit wir den ersten Stromzufuhr haben. So, jetzt müssen wir an die Kohle kommen. Das heißt, ich splitte wieder die offen, die beiden hier. Und hole mir das erstmal hier rüber. Hier muss ich es erstmal drehen. Normalerweise ziehe ich dann immer so lange Strecken hier lang. Aber hier muss ich es erstmal vorab drehen. So, machen wir eine kleine Schleife rein, damit der passend drankommt. So. Und wieder zurück damit. Das heißt, hier oben kommen sie alle jetzt dran. Und da kommen sie auch alle dran. Kohle habe ich dann genug. So, was ich jetzt machen muss, ist einmal den ersten. Jetzt seht ihr, jetzt fährt die Leistung hoch. Den geben wir auch nochmal zur Kohle. So, und jetzt müssen wir einen kleinen Strom machen. Wir machen einen da dran. Und schon fangen sie an zu arbeiten. Automatisch. Das ist das Erste. Jetzt werden wir nach und nach jetzt alles ein bisschen automatisieren. Wir machen jetzt mal. Wo machen wir das Erste? Machen wir unten alles. Hier unten ein bisschen automatisiert, was ja einfacher wäre. Das heißt, es fallen. Der Arm fällt weg. So. Es fällt. Der muss Kohle machen. Der würde wegfallen, wenn ich hier so mache. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den passenden Abstand hier haben, weil die halt eine gewisse Spanne haben, wie viel die tragen können. So. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. So, jetzt werden wir den ersten hier automatisieren. Der braucht schon keine Kohle, das heißt, wir können diesen Weg hier wegnehmen. Der braucht das auch schon mal nicht. Der werden wir auch austauschen. Gegen den. So, den werden wir austauschen gegen auch einen davon. So. Das heißt, im Endeffekt brauchen die nur noch Kohle. So, der produziert den. Der kann weg. Der kann weg. Den holen wir nämlich auch ein von denen hier. Und den holen wir auch ein von da, damit die wegkommen. Zack. Das heißt, dieser Ding läuft jetzt komplett über den Strom da oben. Die Leistung ist sehr gering. Aber. Unser Wasserdampf steigt in Temperatur 77, er geht immer noch höher, dauert ein bisschen halt. 78, ja. Er steigt also mit 3, super gut aus, da ist genug Kohle drin. So, diese Produktionsstätte ist jetzt komplett automatisiert. Was als nächstes sein kann, ist, dass wir halt nach unten gehen.
So, die Arme werden wir jetzt wegtun. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Aber später kann man sie wieder gebrauchen, damit man größere Schritte macht. Die verbessert man dann wieder, wenn man wieder genug davon hat. So. Jetzt müssen wir Strom hier runterholen. Oder mache ich es nach oben? Ist natürlich, hier ist eine weite Strecke, ne? Da oben ist er auch nicht besser. Was man jetzt machen kann, ist halt gucken, dass er vielleicht von hier nach da kommt. Da kommen wir nicht. Okay. Das heißt, wir müssen den Weg hier lang wählen. Und werde halt gucken, dass ich halt den möglichst entferntesten Punkt immer bekomme. So. Halt möglichst immer so ans Wasser ran. Und wenn der da. Das passt doch perfekt. So, der da. Der da. So, und jetzt kann man das wieder so ein bisschen rüberziehen. Ich würde sagen, noch einen hoch. Und dann immer zwei dazwischen frei. Bei den anderen kann man es dann über 30 Einheiten an Blöcken drücken. So. Jetzt zwei. Wir haben jetzt noch ein gutes Stück, obwohl wir können hier schon hoch. Der Ebene. Ich glaube, den hätte ich mir sparen können, wenn ich das da so ein bisschen schräg gemacht hätte. Werden wir das nach oben führen, damit wir oben auch automatisieren können, weil da oben ist ja eine kleine Produktionsstätte, sage ich mal, die nur ganz gering ist. So. So, was jetzt hier ist, wir können zwei von den Dingern bauen. Das sind elektronische Erzförderer. Das heißt, die alten fallen weg und wir können uns größere bauen. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, kommt weg. Erstmal. Das heißt, unser Inventar wird natürlich Folge pumpt. Als kleinen Tipp für euch. Ihr baut als erstes die Arme weg. Denn die Arme sind die, die immer wieder was auf den Boden legen wollen. Und ihr dann halt ein Item hin platzieren müsst, wie hier jetzt. So, ihr hättet jetzt Kohle hingelegt. Wie kriegen wir die weg? Wir können sie nicht abschlagen, weil Gegenstand kann vom Boden, beziehungsweise Gegenstand auf dem Boden. So, wir holen es einfach mit dem Förderband und mit dem anderen Item und machen es dann einfach weg. So. Das heißt, wir werden jetzt die erstmal wegmachen hier. Die brauchen wir nicht. Den werde ich wegmachen. Den werde ich wegmachen. Den. Den. So, die Kisten bleiben erstmal hier. Und ich werde mal eben die Kohle wegholen. Damit halt die ganzen Kohlewege verschwinden in diese Position. Weil das ist ja Erz. Das blockiert ja mein Erz an diesen Stellen. So, Platz habe ich noch. Genug? Ja. 55. So, was natürlich immer ist, dass das die Items, beziehungsweise wenn da halt noch ein bisschen Kohle drin war oder Kohle gerade am Brennen war, natürlich dadurch verschwindet. So, das haben wir jetzt auch. Jetzt brauchen wir die Erzfördermaschinen. Die Erzfördermaschinen machen statt, wenn man sieht, so die 3000, 4000, 5000. Es gibt da, glaube ich, maximal auch 5000, weil je nach Vorkommen die etwas größer sind. Wenn man so einmal durch Karte geht, 500, hier gibt es dann auch so 2000, 4000, 5000, 6000. Das ist dann immer eine andere Sache. So. Wenn ihr seht, ich kann es jetzt so reinpacken. 26.000 oder so, 34.000. Das heißt, ich werde das Maximale machen, 34.000. Das gleiche werde ich hier unten machen, 17.000. So. Und hier machen wir das gleiche. Eine Kiste, eine Kiste. Neben der Kiste stelle ich immer oder größtenteils immer die Strommasten hin, denn hier viel die Roboter auch meist sind. So, wir brauchen jetzt jeweils einen Roboter zum Abbauen, zwei Roboter, wo die Erze rauskommen, und zwei Roboter, wo die Erze reinkommen, und zwei Roboter, wo die Kohle reinkommt, beziehungsweise dass die Kohle reingeht. Das werden wir dann jetzt mal gucken, dass wir das ein bisschen clever aufbauen. Ich würde sagen, da. So, Kohle rein, Kohle rein. So, die Kohle rein. Nee. Ich mach das mal. Wie mach ich das denn?
Ich mache das Zwei-Bänder-System. Das glaube ich hier einfacher wäre. Das heißt, wir werden. Jetzt gucken, dass sie gleich den passenden Abstand haben. Einmal hier einen hinsetzen. Ja, ich muss jetzt gucken, dass sie das richtig machen. Ja, ich weiß nicht, ich habe das gerade bei mir. Beim anderen hätte ich es jetzt, würde ich es jetzt sehen. Da weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Ne, warte, da habe ich das doch so. 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 Damit halt die Kohle. War das die Kohle in der Mitte oder das? Ich glaube, das Item war in der Mitte, weil das dann halt immer durchgeführt worden ist. Bahn. Greifarm. Ofen. So. Ja, es gibt ja diese Unterführung, genau. Die habe ich noch nicht. Deswegen. Ich würde sagen, dass wir vielleicht noch zwei Öfen hin machen. Einen kann ich noch bauen. Okay, das ist schade. Baue ich denn noch einen hin? Komm, wir bauen hier noch einen hin. So. Zack. Das heißt, hier führt der das Kupfer entlang. Das heißt, ich könnte auf der anderen Seite noch einmal. So, jetzt muss er natürlich noch die Kohle haben. Das würde. Stopp. So. So. Und so. Und. Ja, hier muss er. Ne, das ist natürlich blöd. Wie machen wir das denn ohne die Unterführungen am schlausten? Aber wenn man die unter, wenn man viel erforscht hat und das Alte noch so lässt, dann hat man nachher diese Unterführung und da kommt man ein bisschen besser klar, weil man dann immer so Schlängellinien bauen kann. Also, ich brauche Kohle und ich muss wegführen. Kohle, das ist sicher, das bleibt safe, dass da Kohle ist. Das machen wir auch mal so. Das machen wir schon mal so fertig. Okay, Kohle kommt rein. Oder? Jetzt bin ich auch wieder mit so ein bisschen im Gucken und so ein bisschen im Tüfteln. Wie macht man das dann am schlausten? Moment, wir machen das so. Kohle kommt rein. Jetzt können. Hier kommt das Item raus. So. Und hier oben machen wir das fertige Kupfer. Ne, hier kommt das Item rein und da kommt das Kupfer. So, Kupfer. So. Aber wenn das Klicken hört, das ist meine. Ja, ihr hört das Klicken, das ist die Tastatur. Ich könnte die andere auch wieder wechseln oder ich tue so ein bisschen woanders hin. Das kann ich auch mit. Selbst wenn ich das eindämpfe und sowas. Ihr hört ja auch den Stuhl teilweise quietschen. Also, es ist mir ein bisschen relativ, muss ich sagen, weil. Ist nun mal so. Ich könnte, wie gesagt, die andere Tastatur nehmen. Das mache ich jetzt zum Beispiel bei Minecraft, weil ich da viel klicken muss. Hier ist es teilweise nur den R-Knopf, damit ich ein bisschen was machen kann. So, jetzt das, das, das. Und werde dann. Ja. Ich packe hier die Kiste einfach. Ich packe erstmal hier die Kiste, damit erstmal das produziert werden kann. So. Ne, den müssen wir wegmachen. Also ich würde immer, wenn ihr zum Beispiel abschließt hier, würde ich sagen, macht bis zum Ende, damit halt hier nicht dieser Überschuss ist. Okay, wenn ihr sagt, okay, ihr braucht einen Lagerplatz, dann überzieht das erst. Sonst nicht. Was wir jetzt brauchen, ist da Kohle drin und wir brauchen Strom. Oh, hier passt das. Können wir den noch daneben? Können wir nicht daneben? Ne, das heißt, wir müssen den dahin machen. Den dahin. Und den dahin. Das heißt, ja, man sieht jetzt, hier produziert alles. Nur die kriegen noch keinen Strom. Mal gucken, dass wir ein bisschen mehr einfangen. Den vielleicht auch noch ein bisschen hochziehen. Da muss man auch mal gucken, ja, dass man den Radius sehr günstig ausnutzt. Hier haben wir die vier Maschinen. Hier hätten wir die beiden noch drinne. Und ja, machen wir so. Aber den ziehe ich ein bisschen runter. So. Jetzt kann er produzieren, oder? Ja, jetzt produziert er super.
Was jetzt halt clever wäre, wir haben jetzt halt viel, viel Eisen davon drin. Dass ich sage, okay, ich packe die Kohle erstmal hier rein, die brauche ich hier nicht. Und das Eisen, das kann auch hier rein. Der Rest lasse ich drin, weil ich halt die Kupferplatten noch brauche zum Bauen. Okay, jetzt kommt gleich die. Achso, der muss drehen. Sonst funktioniert es nicht. Der passt da, der muss so. Der muss so, der muss so und der muss so. Yep, jetzt produzieren beide. So, was er jetzt macht, ist natürlich immer der Vorderste, der als erstes die Bahn hat, wird natürlich als erstes befüllt. Das heißt, es dauert halt, bis der Erste hier vorne arbeitet, aber jetzt wird es automatisch produziert. Der nächste Schritt wäre halt, unsere Forschung anzutreiben. Damit lasse ich mir aber viel Zeit, damit ich sammle erstmal ganz viel an, was jetzt auch die Zeit laufen wird. Ich werde jetzt gleich noch wieder einen Cut machen. Wir haben jetzt schon wieder 25 Minuten. Schon wieder viel, also. Die Folgen werden sich sowohl in die halbe Stunde reinziehen, damit ich halt viel, viel machen kann in der Zeit. Also ich sag mal so, das sind halt 90 Minuten, ne, in der Woche. Das ist schon ganz okay. Schon ganz okayes Limit. Und man sieht hier produzieren sie einigermaßen. Okay, wir nehmen jetzt noch ein bisschen was raus, damit ich mal so, ich habe meist immer gerne so 300 bis 500 Eisenplatten im Inventar und so 200 bis 300 oder so 100 bis 300 Kupferplatten. Und dann immer so 100er Stack von davon, davon, davon 100 Stack, davon 100 Stack, davon 100 Stack. So, was ist jetzt sein Problem hier? Er produziert da. Der hat keine Kohle mehr. Ach, er kriegt nicht genug daher was. Okay, weil da halt die Kohle fehlt. Ah. Deswegen. Das würde ja nichts ausmachen, wenn ich einfach hier mal eben kurz einen Cut ziehe. So. Und dem dann sage. Okay, baue mir einen davon. 2, 3, 4, 5. Und mach den Rest mit den Dingern hier. Dann hole ich mir Strom auch von hier unten schon mal runter. So. Zack. Was ich hätte machen können, ist hier eine kleine Stromproduktion an der Stelle gemacht. Aber ich sag mal ganz ehrlich, also ich finde es ganz okay, wenn man hier ein bisschen mit dem Strom arbeitet schon. An der Stelle, dass man sich ein bisschen was spart an Materialien. So, der kann weg. So, der kann auch weg. Der kann weg, der kann weg. Das heißt, der würde sich auch hier sparen. Also ich gucke, das ist wieder clever. Also hier würde ich alle mitkriegen. Gucken, dass wir den Radius komplett ausnutzen von beiden. So. Zack, zack, zack. Jetzt stört er natürlich ein bisschen, aber da kann man so eine kleine Schleife ziehen. Was natürlich die Sache ist. So. Der kann weg. Ja, der kann noch da rein produzieren, das ist klar. Aber die können jetzt beide da lang produzieren. Das heißt, du da auch lang. So. Drehen wir beides. Hoppala. So, jetzt können wir gleich hier oben alles weg, weil hier brauchen wir keine Kohle mehr. Die holt er sich jetzt von da. Und wir kriegen wieder ein paar Fließbänder zurück, die wir halt für später oder für den nächsten Aufbau benutzen können, was ja auch bald kommt. Für die erste Automatisierung. Das wird dann so bei der nächsten Folge, sag ich mal, dann vorkommen. Achso, jetzt kriegen die keine Kohle, ne? Warte mal. Machen das mal so. Den drehen wir darum. So, jetzt kriegen sie aber Kohle. Ja, jetzt kriegen die
Jetzt produziert er für beide Wege hier was. Einen Moment. So. Produziert für da beides was und der für das. Der versorgt sich selber, der versorgt sich selber und die versorgen sich auch erstmal selber. Das heißt, wir brauchen jetzt mal hier nicht den größten Stromanteil. So, der nächste Schritt wäre jetzt, die sämtlichen Platten, die hier an einen Punkt zu führen. Was halt auf der Karte ist, hier ist ein sehr großer Platz oder hier. Hier ist auch viel Platz. Weil ihr seht ja schon, hier sind ja die Schienen sehr, sehr weit vertrieben. Was natürlich clever ist, dann halt alles wegzubauen. Eins. Wir holen jetzt erstmal noch da die Mine. Und hier ist auch noch ein kleiner Erzförderer, ne? Ja, dann holen wir uns jetzt zwei Erzförderer und tauschen die auch aus. Dass halt unsere Produktion ein bisschen höher kriegen. So, das heißt der. Ah, du kleiner Sausack. Ich hasse das immer, ich vergesse das auch immer so schnell. Aber man nimmt eine Holzkiste hier, das geht ja auch. So. Mal gucken, dass wir den hier wegkriegen. Der produziert jetzt 20, 26.000. Zack. So, muss man ganz ungeniert. Einfach so hier. So, der produziert jetzt hier. Hab direkt alles an der Kiste. Jetzt mache ich noch. Noch eine Eisenkiste. 120 Eisenkisten können wir erstellen. Das gleiche machen wir auch noch. Dass wir ein bisschen mehr produzieren. Und werde dann alles irgendwann auf eine Bahn schieben. Ah, ich sehe gerade. Ich sehe was, ich sehe was, ich sehe was. Was mir. Was man einfach zu mal gucken muss, ist, dass hier halt genug Strom produziert. Okay, die Leistung ist noch sehr gering. Jetzt kann man hier lang gehen. Jetzt auch mache erstmal hier noch eine Stromstecke zu ziehen für den Teil hier hinten. Ein zu weit. Kann ich euch herstellen? Was sieht mir denn? Oh, ich habe kein Holz mehr. Ich habe kein Holz mehr. Zwei Stück kann ich noch machen. So, jetzt müssen wir uns Holz besorgen. Das werde ich jetzt auch noch machen. Dann sind wir auch mit der Folge erstmal zu Ende und werde dann alles ein bisschen laufen lassen hier. Und dann werde ich ein bisschen. Den nächsten Schritt werden wir dann zusammen wieder machen. Das heißt, alles an einen Punkt zu ziehen. Haben wir ein bisschen Holz hier? Hallo Holz. Ah, hier unten wird Holz sein an dem Ding. Schauen wir ein bisschen Wood. Kommen wir ein bisschen Grünfläche, da ist Stein. Da ist was Holziges. So. Wie gesagt, ab und zu braucht man ein bisschen Holz, aber im späteren Verlauf eher weniger. Halt für manche, für ein paar Kisten, aber dann hat man halt doch schon ein bisschen Holz, wenn man halt viel Fläche weggrast. In der Hinsicht. So, jetzt machen wir ein Maximum. Und das werde ich brauchen. Den Rest habe ich ja noch. So, wann kommt er? Jetzt macht er noch die Dinger. In der Zeit können wir den wegreißen. Das können wir auch wegmachen. Weil das wird er nicht mehr brauchen. Jetzt erstmal alles wegmachen, was ich nicht brauche. Danke. Danke, danke. So, und jetzt sehen wir gleich auch 25.000. So, am Schloss werden so, dann haben wir den Radius weg. Oder wir packen den dahin. So, jetzt seht ihr, wir brauchen hier keine Kohle mehr. Und der Weg wird sich komplett ersparen. Weil keine Kohle mehr hier benötigt wird. Was als sie benötigt wird, ist das Zeug. So war. Ach nee, ich muss hier noch eine Kiste dran machen. Stimmt. So. Neben den Dingen wieder das setzen. Damit das auf jeden Fall versorgt ist. So. Jetzt werden wir auch noch ein bisschen was einspannen an Strecke. Die Kohle kommt ja wie gesagt gleich komplett weg. Da entlang. Zack.
So, und das heißt für uns fertig. Also Produktion läuft hier auch an der Stelle. Und wir können die komplette Kohle einreißen. Das mache ich jetzt noch mit euch zusammen. Jetzt mal gleich gucken, wie viel haben wir denn? Ah. Jetzt muss ich gleich sehen, dass ich das in eine Kiste packe. Wie ihr merkt, wir brauchen jetzt einfach an dieser Strecke komplett keine Kohle mehr, weil komplett Strom vorhanden ist für uns. Und das bringt uns eigentlich super, super viel Kohle ein. Bis jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 6. 700 Kohle. Wir können das jetzt bis zum Ende auch zurückführen. Weil wir bisher keine Kohle oder kein Förderband mehr haben an der Stelle. Das letzte ist, glaube ich, da oben die Dampfmaschine. Ne? Ach, guck mal, den Weg können wir auch kürzen. So, den können wir noch so lassen. Natürlich. Nein, ich habe Kupfererz mitgenommen. Das will ich doch gar nicht. Kupfererz weg. Komm mit Holz. Ach, das Holz ist weg. Ich dachte schon, Kupferplatten haben wir nicht mehr. Aber haben wir ja noch. Bam, 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 bam. Aber langsam wird es aber echt eng mit dem Inventar. Das wäre jetzt die letzte Produktion. Hier soll er den Rest. Obwohl, wir können es kommen. Wir reißen es ab, weil er jetzt im Kohlestau sitzt. An der Stelle hier. Und was ich jetzt, wie gesagt, jetzt gerne mache, ist halt solche Kisten hier an diesen Stellen. Pack dann einfach alles rein. Fertig. Und er kann einfach arbeiten. Das ist ja nicht schlimm. Ja, wie sie zum Beispiel nicht gemacht. Was ich dann auch zum Beispiel auch gerne mache, ist zum Beispiel dann sagen, okay, man setzt hier einfach eine Kiste hin. So. Macht dann hier so eine Art Greifarm hin. Ah, jetzt mache ich es am besten hier hin, weil hier Strom ist. So, nimmt sie so eine Kiste. Und zack. Jetzt schmeißt er das gleichzeitig mit aufs Band. Und wir haben unsere Ruhe. Dann füllt er das leer. Und immer wenn wir noch Kohle haben, schmeißt er einfach die Kohle rein. Wie Eisen. So, Eisen kann ich jetzt noch zur Not hier auffüllen, weil er nur bis maximal 5 Items macht. Aber wenn ich jetzt sage, okay, mach voll mit 50 Stück oder mit 100, dann schmeißt doch keiner rein, erst bis er das Minimum wieder da erreicht hat. Aber ich sagen würde, ich mache hier wieder einen nächsten Cut für die nächste Folge. Ich würde sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt nach oder wartet habt, bis das nächste Video kommt. Ich werde die Titel versuchen so benennen, dass es halt nicht sehr, sehr irreführend ist dazu. Und würde sagen, bis dahin, euer Flash-RP mit Factorio.